Hallo, willkommen bei Klassik Verstehen, dem Kanal für alle, die neugierig auf klassische Musik sind, die Musik nicht nur auf sich wirken lassen wollen, sondern sich für Einblicke in die Entstehung der Musik und in die Komposition interessieren. Wenn ich mit einem Präludium und einer Fuge aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach beginne, dann befinden wir uns in der Epoche des Barock, die man als Ausgangspunkt betrachten kann für das, was wir im landläufigen Sinne Klassik nennen. In dieser Zeit hat sich die Musik, das Komponieren von den außermusikalischen Funktionen mehr und mehr emanzipiert. Johann Sebastian Bach war zwar Hofkapellmeister und später Thomaskantor, das heißt, er stand in den Diensten eines Herzogs und dann in den Diensten der Kirche, aber beim Komponieren hat er doch immer stärker musikalische Kriterien beachtet und sogar war er sehr interessiert an Innovationen. Und eine solche Innovation ist die temperierte Stimmung, die es ihm ermöglichte, in allen Tonarten, die unser Tonsystem hat, zu komponieren. In allen 24 Tonarten, das heißt 12 Dur- und 12 Molltonarten. Ich will das an dem Grundton des Präludiums und der Fuge, die ich gleich vorführen werde, einmal zeigen, was das bedeutet. Präludium und Fuge in Fis-Dur stehen also auf unserem Programm. Der Ton Fis ist der Grundton. Wir können diesen Ton, diese Taste auf dem modernen Klavier betrachten als ein um einen Halbton erhöhtes F. Wir können ihn aber auch betrachten als um einen Halbton erniedrigtes G. Diese Taste kann also oder heißt heute bei den modernen Klavieren Fis oder Ges, je nach Notation. In der reinen Stimmung gibt es zwischen dem Ton Fis und dem Ton Ges mikrotonale Unterschiede. Man brauchte also zwei verschiedene Tasten. In der temperierten Stimmung sind diese Unterschiede ausgeglichen und es ist nur eine einzige Taste. Kommen wir nun zu dem Präludium in Fis-Dur. Es beginnt mit dem Dreiklang von Fis-Dur. Dreiklang in Fis-Dur besteht nur aus schwarzen Tasten, der einzige Dreiklang, der nur aus schwarzen Tasten besteht. Er wird zweimal gespielt und endet mit einem kleinen Triller in der mittleren Lage von der rechten Hand. In der linken Hand wird er dann anschließend imitiert, wobei der letzte Ton, die Quinte des Dreiklangs, erhöht wird. Es erscheint die sechste, die bringt Spannung. Diese Spannung wird im weiteren Verlauf aus, schwingt im weiteren Verlauf aus, erhöht sich dann wieder und wird in einen neuen Grundton geführt. Nämlich diesen Ton Cis, der eben der letzte, der höchste Ton des Dreiklangs war. Ich spiele die ersten sechs Takte des Präludiums. Hier
haben wir den neuen Ruhepunkt auf einem neuen Grundton, nämlich dem Ton Cis. Dieser Ruhepunkt wird erreicht durch eine Bassformel, die den vierten Ton des neuen Grundtones enthält, den fünften Ton und den Grundton selbst. Ein anderes Element dieser ersten sechs Takte ist das Verhältnis von linker und rechter Hand. Die beiden ergänzen sich zu einer Dreierbewegung, in der ein tiefer Basston von zwei hohen Tönen gefolgt wird, fast wie ein Walzer. Dem entspricht auch die Taktart des Stückes 12/16. Wenn man das durch 4 kürzen würde, dann käme ein Dreivierteltakt heraus. Diese Dreierbewegung gibt eigentlich dem ganzen Stück einen beschwingten Charakter. Der kann verhalten, zart sein, wenn man das Ganze bindend spielt, legato spielt, wie ich das die ganze Zeit tue. Der kann aber auch springend und lustig wirken, wenn man das Tempo ein bisschen anzieht und wenn man die Töne staccato, das heißt kurz, anschlägt. Bach hat nämlich kein Tempo vorgeschrieben, bei keinem dieser Präludien und dieser Fugen. Also es kann auch so klingen. In den ersten Takten sind also alle Elemente des Stückes schon versammelt und der weitere Verlauf, insgesamt hat das Stück 30 Takte, das heißt fünfmal so viel wie diese ersten sechs Takte, ist im Grunde genommen eine Variation dieser Elemente. Es wird durch verschiedene Tonarten geführt, aber nicht Durtonarten, sondern eben der Abwechslung halber Molltonarten, wobei dann jeweils diese Bassformel am Schluss, da wo eine neue Molltonart erreicht wird, auch erklingt und in der zweiten Hälfte dann wieder zurück zum Grundton. Ich will aus diesen zwei Phasen, wo die verschiedenen Molltonarten erreicht werden und der Grundton wieder erreicht wird, kleine Ausschnitte auch vorführen. Also die Entwicklung zur ersten Molltonart. Damit ist der mittlere Teil des Stückes zu Ende. Jetzt kommt die Rückführung in den ursprünglichen Grundton Fis. Am Anfang haben wir immer wieder die Dreiklänge mit dem Triller und dann wird der Grundton angespielt. Hier zweimal an der Stelle und ganz am Schluss. Dazwischen aber verzögert Bach diesen Schluss, indem er den fünften Ton, die Quinte von Fis, nämlich Cis, im Bass fünfmal
anspielen lässt zu dieser Dreierbewegung, bevor dann der endgültige Schluss erreicht wird. Also die Schlussphase auch. Zur Fuge notiert Bach Atre Voci zu drei Stimmen. Die Fuge ist ein Formmodell, in dem mehrere Stimmen, hier also in diesem Falle drei Stimmen, miteinander oder auch sogar gegeneinander laufen. Sie beginnt mit einem Thema. Und das Interessante an diesem Fugenthema, der Fuge Fis-Dur, ist, dass sie ganz deutlich aus zwei Abschnitten besteht, dass das Thema aus zwei Abschnitten besteht, die durch eine Pause getrennt sind. Auffällig auch, dass jeder dieser Abschnitte eine Hälfte der Fis-Dur-Tonleiter benutzt. Das gibt uns die Gelegenheit, den Aufbau einer Dur-Tonleiter mal etwas genauer zu betrachten. Ich will das am Beispiel von Fis-Dur zeigen. Zwei Hälften sind es, die diese Tonleiter bestimmen. Die erste Hälfte. Zweite Hälfte. Es fällt uns auf, dass die ersten drei Töne jeder Hälfte, jeder Viertongruppe, eine Taste überspringen. Wir haben es mit Ganztonschritten zu tun. Am Schluss der Viertongruppe aber erklingen zwei nebeneinander liegende Tasten. Also am Schluss erscheint ein Halbtonschritt in der ersten und in der zweiten Hälfte. Diese Gleichheit der Intervallfolge beider Hälften der Durtonleiter hat für die Harmonik der Klassik ganz entscheidende Konsequenzen, auf die wir in späteren Folgen noch eingehen werden. Nun zum Thema der Fuge in Fis-Dur. Die erste Hälfte also, wie gesagt, benutzt den oberen Teil der Tonleiter und endet auf einem Spannungston nach einem Triller. Dieser Triller markiert eigentlich genau die Mitte. Pause, jetzt kommt die zweite Hälfte. Das heißt, die Spannung, die die erste Hälfte aufbaut, wird in der zweiten Hälfte abgebaut. Und damit wird auch Geschlossenheit erreicht. Das ist eigentlich ein echtes Thema durch die Geschlossenheit. In der Fuge aber geht es um Stimmen. Das heißt, nach dem ersten Einsatz des Themas folgt der zweite Einsatz des Themas in einer, in dem Fall hier, tieferen Stimme. Aber zu diesem zweiten Einsatz des Themas erscheint ein Kontrapunkt, eine Gegenstimme. Nach Notenwerten, das wird man hören können, und Bewegungsrichtung bewegt sie sich gegensätzlich zum Thema. Ich spiele noch einmal das Thema.
jetzt kommt in der unteren Stimme das Thema mit dem Kontrapunkt. Nach dem zweiten Themeneinsatz setzt die Bassstimme, die dritte Stimme ein. Der Kontrapunkt, der in der oberen Stimme erklungen ist, erscheint nun in der mittleren Stimme. Die obere Stimme, die läuft wieder anders weiter. Das Thema ist nun durch alle drei Stimmen gelaufen. Der erste Abschnitt der Fuge ist damit beendet. Es folgt ein Zwischenspiel. In diesem Zwischenspiel fällt eine Figur auf, eine pendelnde Figur, aus vier Tönen, die in der Mitte immer zwei gleiche Töne, also eine Tonwiederholung hat. Sie erscheint zunächst in der oberen Stimme. Diese pendelnde Figur wird erst durch alle drei Stimmen geführt. Durch die obere Stimme, durch die untere Stimme und dann erscheint sie sogar in der mittleren Stimme, was natürlich dann nicht so leicht zu hören ist, weil jetzt zwei Stimmen gleichzeitig noch da mitlaufen. Das klingt so. Damit ist das Zwischenspiel noch nicht zu Ende. Es erscheinen noch drei Takte, in denen dann die pendelnde Figur deutlich in der Bassstimme dominiert. Ich spiele das ganze Zwischenspiel, das auch zu einem deutlichen Abschluss geführt wird. Das Zwischenspiel zu Ende und es ist wieder ein Einsatz des Themas fällig. Der erscheint in der Oberstimme, denn die war ja ganz am Anfang dran und da kamen andere Stimmen. Abwechslung ist also ein wichtiges Prinzip bei diesem Modell, Aufbaumodell. Das Neue jetzt hier am vierten Themeneinsatz in der Oberstimme ist, dass ein neuer Kontrapunkt erscheint. Das heißt, die untere Stimme benutzt die Figur, diese pendelnde Figur mit der Tonwiederholung als neuen Kontrapunkt. Dieser neue Kontrapunkt wird ganz deutlich aufwärts geführt, während das Thema am Schluss ja abwärts läuft. Ich spiele mal noch den neuen Kontrapunkt zunächst. Deutliche Aufwärtsbewegung, während das Thema erklingt und der alte Kontrapunkt in der Mittelstimme, Thema in der Oberstimme. Wir sind wieder in einem Zwischenspiel. Ja, eigentlich haben wir jetzt auch alle wichtigen Elemente der Fuge angesprochen und es ist schon sehr interessant, wie Bach nun mit diesen Elementen weiter arbeitet, indem er immer wieder abwechselnd in den Stimmen das Thema einsetzen lässt, aber in anderen neuen Tonarten, auch unter anderem in Molltonarten,
Und indem er sogar die Elemente des Zwischenspiels mit dem Thema verbindet. Ich möchte das nur an einer Stelle mal noch zeigen und dann würde ich sagen, jeder, der sich für diese Fuge interessiert, könnte sich mal die Einspielungen, die ich auch am Schluss angebe, oder andere anhören und das weiter verfolgen und eigene Entdeckungen machen. Also zum Beispiel die pendelnde Figur wird mit dem Anfang des Themas in Verbindung gebracht, in einem Zwischenspiel. Das Thema fängt ja an mit diesen vier Tönen, die erscheinen in der linken Hand und werden immer einen Ton tiefer wiederholt. Man nennt das eine Sequenz. Und während diese Töne des Themas, die ersten Töne des Themas, der Kopf des Themas im Bass erscheint, wird die pendelnde Figur in der oberen Stimme auch parallel geführt. Von Bachs wohltemperiertem Klavier gibt es zahllose interessante Einspielungen. Stellvertretend seien genannt die Aufnahmen von Friedrich Gulda bei Philips und von Daniel Barenboim bei Warner Classics. Das war's für heute von mir. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei wären.